Nutzen Sie die Search History, um darzustellen, wie Sie bei Ihrer Literaturrecherche vorgegangen sind. Sie können einfach die Search History in den Datenbanken nutzen und exportieren. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie einen Systematic Review schreiben oder Ihren Betreuern darstellen wollen, wie Sie recherchiert haben. Jede Suche, die wir in Fachdatenbanken machen, wird während der Sitzung gespeichert. Häufig finden Sie diese Historie unter Search History. Bei PubMed wird sie in der Advanced-Suche angezeigt. Jede einzelne Suche wird nummeriert und dazu sehen Sie, was genau gesucht wurde und welche Filter eingesetzt wurden, genauso wie die Anzahl der Treffer. Auf durchgeführte Suchen können Sie mit einem Klick zurückspringen. Außerdem können Sie diese Suchanfragen auch miteinander kombinieren, wobei auch wieder die boolschen Operatoren AND, OR und NOT eingesetzt werden. Haben Sie alle Suchen durchgeführt, können Sie das Protokoll über Download im Excel-Format exportieren. Über Text in Spalten kann die Tabelle noch übersichtlicher werden. Diese Datei können Sie auch nutzen, wenn Sie die Suche wiederholen möchten oder noch weitere Verbesserungen an der Strategie einbauen wollen.